Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge zu Monster Hunter Stories, ne? Ja, beim letzten Mal haben wir den Luan Boros verprügelt. Ich habe mir die Rüstung schon angeguckt, die ist nicht so der Renner. Den Basarius Heap habe ich verbessert und den Bogen verbessere ich noch offscreen. Dann werde ich dann nochmal Giangaruga jagen, außer wir sehen ihn während der Folge. Oh, hier unten ist eine Quest. Nee, oben. Aber zuallererst mit euch reden. Entschuldigung, ich habe das gerade vergessen, meinen Avatar zu machen. War mein Fehler. And proven yourself an ally to our village. I believe you can face the Naga Kuga. Naga Kuga? Gegen so ein starkes Vieh kämpfen wir? Der Duran Boros ist ja eigentlich schon ein starkes Vieh. That's quite enough. There's no need to get snippy with Zellert. Snippy? Us? Why I oughta? Die beiden. My apologies, Zellert. We'll set out at once. Also als nächstes gegen den Nakakuga. Have a ton of donuts waiting for us when we get back, okay? Unbelievable. Aber echt. Da summt der vor sich hin. Westwald von Itule, war das nicht der Wald direkt neben uns? Nee, Westwald ist ja eigentlich ganz weit weg, ne? Ein interessantes Outfit. Ah, der will mich in der Boldrom-Rüstung sehen, ja. Wo findet das denn statt? Ach, ganz da hinten. Ja, Leute, dann ein kurzer Cut, ne? Hier ist ein königliches Monster? Ich war gerade auf dem Weg zu Itule und dann hat er mir gesagt, hier ist ein königliches Monster. Hier ist irgendein besonderes Viech. Sehe ich es? Hallo? Welches Vieh hat er jetzt gemeint? Die nicht. Ich sehe gerade, da sitzt ein Tigrex. Wisst ihr was, Leute? Wir versuchen den jetzt mal. Ich habe an drei Orten jetzt schon einen Tigrex gesehen. Ich will es jetzt mal versuchen. Dann wird die Folge heute halt ein bisschen länger. So, von hinten schleichen. Ich habe keine Ahnung, was für ein Typus der ist, aber ich würde auf Angriff tippen. Denn er ist sehr aggressiv. So. Geht auf Geschwindigkeit. Na gut, ich habe gerade eh keine Punkte. Gehen wir auf die Beine. Bin gespannt, wie stark der ist. Also bestimmt wird er mich ordentlich wegrecken. Geschwindigkeit, jetzt einmal auf Kopf. Okay, er ist von Anfang an Geschwindigkeit. Und er macht ordentlich Schaden. Aber er macht keine One-Hitter. Obwohl, ich sollte es nicht hier rauf beschwören. Am Ende macht er es doch. Dann probieren wir jetzt mal den Bogen aus. Ob der irgendwo effektiv ist. Nebenbei, wenn du schon Überfallgebrüll machst, dann will ich den wenigstens angezettelt haben. Warte mal, ich weiß ja Technik. Eigentlich wäre es schlau, jetzt zu Schwen zu wechseln. Weil wir wissen ja, dass das ein Techniker, ein Geschwindigkeitstyp ist und so trifft er wenigstens. So. Auf den Kopf. Oh, Felsknarre. Er wirft jetzt Steinchen. Und natürlich one-hitten die.
Warum auch nicht? Machst du bitte den... warte mal, der Flammenball ist doch auch ein Einzelziel, oder? Ja. Einmal bitte auf die Beine. Ich gehe mit auf Beine. Wir haben dann einen Doppelangriff. Bei einem Doppelangriff kriegt nämlich keiner Schaden. Bogen ist auch sehr effektiv. Dann fehlt jetzt nur noch der Hammer. Sollte er beim ersten Mal übrigens nicht davonlaufen wegen Ei, mache ich den ein paar Mal offscreen und bringe dann Ei mit. So. Warte, wie gesagt, wenn du die Technik schon einsetzt, will ich Punkte dafür kriegen. Ich gehe mal auf Kopf zuerst. War schon wieder die Felsknarre. Okay, der Hammer ist nicht im geringsten effektiv. Beim Kopf. Und schon werde ich fast weggereckt. Okay, ich habe die ganze Zeit Technik eingesetzt. Jetzt müsste er auch Technik einsetzen, oder? Jetzt kann ruhig Mondhorn wieder rein. Dann gehe ich mal auf Kraft. Er greift ja gerade eh nicht mich an. Oh, er geht auf Kraftangriffe. Und Elvin wurde insta gereckt. Ich wurde gekillt. Ich darf jetzt kein weiteres Mal sterben. Warte mal, habe ich nicht diese vitalen Essenzen? Ja. Einen Moment. Ich will nur sehen, das haben wir jetzt überhaupt nicht effektiv bei denen. Also bei Beine ist alles effektiv. Ich wechsle auf Schwert, weil das bei beiden effektiv ist. Und dann gebe ich erstmal mir eine vitale Essenz, weil sonst verrecken wir. Kann sein, dass ich nochmal grinden gehe, bevor ich den versuche. Ich habe mich geheilt. Ich war full heal. Und der hat mich instant gekillt. Ich darf direkt nochmal die Essenz reinhauen. Oder warte mal, wir wissen doch, der geht jetzt auf Kraftangriff. Ich meine, noch was viel Besseres. Bevor ihr macht Eiszapfen reich, da brauche ich den nicht angreifen. Die sind dann immer so gestunt. Teil wurde gebrochen. So, wie gesagt, wir wissen, das Schwert ist das Effektivste gegen den. Ich gebe mir einmal hier... am besten... ich überlege gerade zwischen Muskel und Ausdauerfleisch. Ich nehme Ausdauerfleisch, weil das auch die Verteidigung erhöht. Brauchten wir nicht. Es war eine schlaue Entscheidung. Greift er jetzt wieder mich an? Nee, er geht auf den Monobloss. Und er ist nicht mehr wütend, das heißt Sven darf ran. So. Du mach den Flammenball. Dann gehe ich mit Geschwindigkeit auch auf den Kopf. Dann hauen wir ihn platt. Bam. Ich drück gerade wie ein Weltmeister. Alter, der T-Rex ist übelst krass. Nein, danke. Einmal den Technikangriff, bitte. Wenn er mich jetzt killt, ist nicht schlimm. Aber ich bin ja auch right on. Ich werde dann nur runtergeworfen. Okay, er ist wieder sauer. Das heißt, ich brauche jetzt Geschwindigkeitsangriffe. Ich gehe aber sicherheitshalber mal auf Lebenspulver. Schade, ich hatte gehofft, Schalk kämpft zuerst.
Okay. Bindungskombi. Er pfeift noch nicht aus dem letzten Loch. Jetzt wäre Ramma schlau. Aber der hat auch noch diese Geschenk von Herzenfähigkeit ja jetzt neu. Genau, du bleib auf dem Angriff. Ich mach Ladungstackling und das wird super. Wir haben alle Teile gebrochen. Ja, sicher, der hat einen 335er Angriff gerade auf mich gemacht. Ich sehe nicht, ob der... Okay, der sabbert noch nicht. Itali-Essenz, go. Ist gerade wichtiger. Er sabbert, ich werf den Farbball. Man kann ihn auf jeden Fall kriegen. Mit der Rückzugsrate plus. Ja, wir haben ihn währenddessen auch erledigt. Boah, der war halt irre stark. Aber ich habe kein Ei von dem bekommen. Ich mache den Offscreen nochmal. Weil... wir wollen ja auch in der Story vorankommen und ich muss euch jetzt nicht durchgehend zeigen, was ich hier die ganze Zeit farme. Vom Nagakuga wird man bestimmt auch ein Ei kriegen können, genauso vom Giangaruga kann man ja eins kriegen. Ich werde die drei Eier einfach offscreen holen und auch gucken, dass ich dabei von jedem mindestens ein gutes kriege. Aber schön zu wissen, dass ich den Tigrix platt kriege. So, große Karte. Nagakuga hat eigentlich auch ein paar Giftangriffe. Den Tetsu-Körper brauche ich nicht. Also lass mich bitte in Frieden. Danke sehr. Ja, hier ist Ei von dem. Wir kriegen direkt ein Ei. Er ist bestimmt ein Geschwindigkeitstyp. Also sollte ich direkt von Anfang an wechseln. Ja, der sagt's ja auch nochmal. Ist bekannt für seinen Tempo. So. Schwen. Obwohl. Jetzt kann ich Schwen nicht mehr austauschen. Dann nutzt wenigstens deine Punkte aus. So, beide auf den Kopf. Es war einfach logisch, dass der ein Geschwindigkeitstyp ist. So. Manni darf jetzt mal kämpfen. Wir haben den Basarius im Kampf noch gar nicht erlebt. Also auf unserer Seite. So, auf den Schweif einmal. Zack. Oh, der Schweif hält nicht viel aus. Ja, die Stachelbomben haben wir doch gar nicht erst abbekommen. Der Schweif war kaputt, bevor er überhaupt es nutzen konnte. Nee, 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 nee. Wenn man es richtig. So, einmal auf den Bauch. Giftgas. Er hat Gift und Feuer drauf. Ne, nicht Monster wechseln. Ich will zum Hieb erstmal wechseln und danach zum Bogen, weil der Bogen ist vielleicht ja auch effektiv. Erstmal den Bauch. So, der Kopf ist auch gleich kaputt.
Oh, er ist sauer. Jetzt ist er bestimmt kein Geschwindigkeitstyp mehr. Jetzt könnte er ein Angriffstyp sein. Nur zur Sicherheit. Mondhorn. Einmal auf den Kopf. Bam. Ja, jetzt ist nur noch der Körper übrig. Und da greife ich eh mit dem Bogen an. Der Bogen ist bei dem am effektivsten. Ich lade. Sag ich doch, der ist jetzt ein Techniker. Aua. Der greift auch noch zweimal an, der Dreckige. So, jetzt wird perforiert. Was willst du? Das ist ein Monoflotz. So, Perforierschuss und Schussbauch. Du wirst Verdauungsprobleme jetzt haben. Aber richtige. So. It's a go. Kraftangriff. Du sollst mich angreifen. Aber nicht mit dem zweiten. Im ersten. Greift er schon aus dem letzten Loch? Nee. Oh, jetzt sind wieder Technikangriffe gefragt. Na gut, dann wird das wenigstens ein Duo-Angriff. So, du komm wieder rein. Wir machen das, Sunny. Let's go. Zack. Oh, wir können die Fähigkeit vom Vasarius sehen. Ich habe jetzt extra auf Einzelnen dafür runtergeschaltet. Laser-Offensive. Hm. Neiden wir ihn? Wir haben ihn gesniped und ihm Gift dabei verpasst. Und er ist tot. Dann kriegen wir jetzt noch ein Nagakuga-Ei. Bin natürlich auch gespannt, ob die Nagakuga-Rüstung irgendwas bringt. You sure are strong, buddy. Kana would be so proud. Ja, wäre sie auf jeden Fall. It amazes me how fast humans develop. I know, right? My buddy could probably even beat you in a fight, Alwyn. We'd have to get as strong as Red first. Kämpfen wir noch immer gegen Alwyn oder wie? You and Red fought each other back in the day? Just sparring. I wanted to see how far his skills had come. I never seriously considered he might beat me. Wow. Das finde ich überheblich. Are you saying you lost? Of course not. I don't want to talk about it. Also hat er verloren. Well, hey, how about you two go at it like that now? You want to be strong like your grandpa, right? Ja. What? Where's this coming from? How about you let me referee? Wer macht den Schiedsrichter? What the? Wer bist du? Who are you? Just a humble feline crossing your path. You bet your whiskers I won't pass up the chance to watch a good contest. Okay. Talk about lucky. Okay, buddy. Time to show Alwyn your grandpa's not the only great rider in the family. Ach, jetzt kämpfe ich wirklich gegen Alwyn. Really impressed Zellert and the Elder.
I suppose battling against another rider would be good experience for you, too. Okay, get ready, cause here we... Aber wo kommst du eigentlich her? Go! Überhaupt nicht aggressiv. So, ist der Kampf jetzt anders, weil ich kämpfe ja gegen einen Menschen, ne? Halt mich nicht zurück. Okay, beim ersten Rider-Kampf, du sollst die Herzen eines Gegners im Auge behalten. Ja, das kennen wir. Der erste ohne Herzen verliert. Ah, ich kann nicht auf den Rider zielen, aber mein Monster wahrscheinlich. Ich werde online bestimmt nicht gegen den anderen Spieler spielen. Das würde mich nur aufregen. Warte mal. Wir wissen doch, Shulk ist hier Geschwindigkeitstyp. Können wir ausnutzen. Flammball. Ja, und ein Technikangriff auf Shulk. Bam. Easy going. Aber interessant, mal gegen Elvin zu kämpfen. Also wozu hole ich dich rein, wenn du eh nur die falschen Fähigkeiten nutzt? So, ich gehe mit dir auf den. Bam. Ja, das habe ich schon gesehen. Hey, wenn du die Fähigkeit einsetzt, dann lass mich sie wenigstens nutzen. Dann kann ich wenigstens Punkte dafür. So, Ladungstackling. Geh einfach die ganze Zeit auf ihn. Beide haben Gift. Elvin hat sogar noch Feuer drauf. Ja, ich will nicht gegen andere antreten. Ich weiß nämlich, dass da es so extrem AIDS wäre. Ich würde mich nur aufregen. Weil es dafür bestimmt schon unfaire Taktiken gibt. Ach, Sunny, wir schaffen das. Mach mal den Steinschild. Würde dir wahrscheinlich gut tun. Währenddessen wahrer weiter Hieb. Ich treffe sogar beide damit. Also ich kann nicht direkt auf ihn ziehen, aber ich kann ihn dennoch angreifen. Ich habe nicht nur das Potenzial, ich bin so stark. Ich bin sogar stärker. Mach dich fertig. Wenn mir den Skill. Elementangriff höher. Wir schaffen das schon. Ich konnte nichts machen, weil ich angegriffen wurde. Sven, komm du mal rein. Dann heile ich uns beide mal mit Lebenspoker. Zack. Reiten. Ich gehe auf ihn. So, und jetzt bei dir, Rip.
Und die wechseln zu Sunny. Weil der ist fast tot. Den muss ich nicht heilen. Der nutzt schon das Richtige. Muss ich nicht nachhelfen. Mit Technik gewinne ich ja durchgehend. Gewonnen. Wusste ich doch, dass die Folge heute länger wird. Natürlich kriege ich keine Materialien, war aber auch klar, weil ich ja nichts getötet habe eigentlich. Ich habe sie ja nur K.O. geschlagen. Oh, jetzt kann ich an mehr Spielerkämpfen teilnehmen. Jetzt habe ich die Koop-Mission wahrscheinlich auch, ne? Von die mein Kollege schon gesprochen hat. So, wir nehmen jetzt noch das Ei heute mit. Dann gehe ich einmal mir den Mehrspielermodus in der Basis angucken. So sieht ein Nagakuga-Ei aus. Keine Sorge, das Tigrex und das Garuga-Ei werde ich euch auch noch zeigen. Wenn ich sie geholt habe. Das mache ich offscreen nach der Folge. Ich habe nicht mit einer Sequenz gerechnet. I'll never forget what you've done. It was nothing. Oh, but I... thank you. Come on, Alwyn, don't be like that. Like what? You're just embarrassed, aren't you? So to be a real gentleman like me at times like this, you've got to accept people's gratitude with good grace. What's the matter, Alwyn? It's nothing. I just... Oh no, you're sick. Let me help you. No, stay back. Oh, I see what's going on here. You're allergic to felines, huh? Allergic? Just a few sneezes. Yeah, we call that an allergy. Looks like we found a cute quirk of yours, Alwyn. Grandfather's asking for you. Let's go and speak with him. This way. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt will ich gucken. Mehr Spieler. Ja, es gibt Koop-Questen. Ich werde diese den Ingame-Chat nicht brauchen, wenn wir das machen. Ich sagte meinen Kollegen Bescheid, dass wir als nächstes eine Koop-Mission aufnehmen. Ich hoffe, das sogar jetzt direkt hier im Anschluss machen zu können. Auf jeden Fall... So, die Sequenz ist ja jetzt vorbei. Jetzt kann ich einmal kurz gucken. Es gibt lokale Missionen, beziehungsweise Koop-Missionen. Ich habe gerade schon reingeguckt, weil ich will einmal richtig reingucken. Ja, Koop-Questen. Und da kann ich natürlich einstellen, nur mit Freunden. Einmal ein Angenaf und einmal Velocipray. Ich werde meinen Kollegen anschreiben, dass wir die mal demnächst machen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!